Ja, bist du des Wahnsinns. Servus, Leute. Wir sind's wieder. Sixy ist heute wieder mit einem Gast, der aus einer früheren Episode aus der Weitsprung-Challenge mit dem Nagelbrett schon bekannt ist. Genau, und zwar Stefan Eberharter. Vize-Trial-Weltmeister und Europameister. Also, der hat schon ganz schön drauf auf dem Radl. Heute machen wir wieder Carpark-Challenge Nummer 2. Was jetzt? 2. 2. Wir fangen wieder an mit Weitsprung, weil wir da das letzte Mal aufgehört haben. Genau. Und wir haben auch Bulldozer mit und ich würde sagen, let's go. Wir haben da eine Wall von Red Bulls. Das ist quasi der Absprung, über die muss man drüber springen. Und dann haben wir in der Zwischen ein Gap drin. Und da ist wieder, also man muss quasi dann über die zweite Red Bull Wall drüber kommen. Genau. Wer das Ganze am weitesten schafft, ist der Gewinner. Und wer wieder die Runde beginnt, entscheidet wieder mal Schnick, Schnick, Schnack, Schnuck. Haben wir schon lange gespielt, gell? Schnick, ja, genau. Schnuck. Okay, also. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, da schlägt sich süß zurück. Ja. Okay, also so. Stefan. Stefan beginnt. Jawohl. Aua! Drip, 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 drip. Ein Satz mit X, das war leider ankommen beim Absprung. Leider, aber man muss echt sagen, es ist richtig schwierig, den Absprung richtig zum Einschätzen, weil man schon ziemlich viel früher abspringen muss. Stefan ist ja mal ausgeschieden für die erste Runde. Jetzt geht es bei uns zwar, wer einen Punkt holt oder ob überhaupt jemand einen Punkt holt, wenn keiner drüber kommt. Du bist zuerst dran, ne? Ja. Yo, easy, ja? Yo. So, in dem Fall liegt es jetzt an mir. Drei Turn. Piu. Oi, blub. Nix aus. Aber ich werde leicht drüber kommen. Na. Erster Punkt geht an mich. Mann, was die Entfernung hätte, die Distanz hätte leicht gehabt. Ich würde sagen, jetzt geht's weiter zum nächsten Game. Next Challenge: Fakey fahren. Genau, und zwar, erklär mal. Wir fahren laufen, Fakey runter und müssen zwischen den beiden Repuldosen durchfahren. Und die Repuldosen, die werden immer enger. Bis irgendeiner dann übrig bleibt. Genau. Da schauen wir, wie der Stefan so beim Fakey-Fahren drauf ist. Also man darf rückwärts so hoppeln. Aber man darf nicht stehen bleiben. Jo. Nice. So, Fabio ist dran. Nope. Drip, drip, drip. Ja, der war nix. Oh, so. In dem Fall ist jetzt Battle mal. Ich mach's jetzt einmal locker ohne Springen. Fuck, Alter. So schnell ist das Game vorbei, Fabio. Ja. So, in dem Fall muss ich jetzt noch. Und dann schauen wir's an. Jo. Ah, ja, okay. War drüber. Jo. So, jetzt haben wir die ein bisschen enger zusammen. Stefans Turn. Yo! Wie ja, schön! Jawohl! Sauber! Jetzt hat's ganz schön eng. Oh! Oi, ja! Ja, Mann! Geil! Und wir haben einen Gewinner! Yes! Good work! Sauber! Also, Stefan hat einen Punkt, Ian einen Punkt. Elias, knapp gewesen. Ja, auf jeden Fall geht's, spiel so lang, bis einer 3 Punkte hat. Genau. Wir haben jetzt gerade einen Parcours aufgestellt und zwar für Freihändig-Fahrt-Challenge. Genau. Es war wie beim Skifahren, haben wir ein paar Tore, wie so ein Riesentorlauf, nur ein kleiner. Und da muss man freihändig durchfahren. Also, echt ziemlich tricky, vor allem. Die richtige Geschwindigkeit zu wählen, richtige Balance zu finden, ist echt richtig schwierig. Und der, wo am weitesten kommt, bekommt den Punkt. Ja, genau. Stefan startet wieder. Auf geht's. Schaut so aus, wie wenn er das schon trainiert hätte. Nick. Wow. Ja.
Ja, das Tor, das haben wir extra schwierig gesteckt. Ja, so, jetzt bist du drauf, Fabian. Das ist echt so. Scheiße. So. Jawohl, schon mal weiter. Wo, oi, das ist nicht schlecht. So, nicht schlecht, nicht schlecht. Yes. Alter, der Hund. So, jetzt bin ich noch dran. Ah. Erstes Tor, souverän gemeistert. Zweites Tor. Ja. Bam, bam. Boah. Boah. Boah! Das hätte ich fast verstanden. Das hat das jetzt echt fast verstanden. So, yes. Was ist jetzt, machen wir zwar jetzt noch ein Stechen? Ein Stechen, ja. Ein Stechen, oder? Ja. Okay. Er baut uns einen Kurs um. So, also wir haben jetzt einen Kurs ein bisschen umgebaut. Grundsätzlich geht es eigentlich jetzt rückwärts. Nur das Ziel da oben auf die Roller ist, was echt schwierig ist. Genau. Okay, also Fabio fängt an. Das ist das Stechen. So. Jetzt kommt die erste Kurve. Da ist das erste Tor. Oh, souverän. Zweite Tor. Oh, oh, struggle. So, und jetzt. Oh! Yes! So, was? Wow. Das Stechen ist hart. So, jetzt bin ich dran. Scheiße! Yes! Scheiße. Zwei Punkte, ein Punkt. Null Punkte. Next Challenge. Und zwar, die kann wirklich was für ein Stefan sein. Ziel wird das Ganze sein, da so seitlich immer durchzuspringen. Also quasi man landet immer zwischendrin, springt über die nächste. Und die Dosen werden immer enger gestellt und so lang, bis irgendjemand übrig bleibt. Genau. Jetzt als Trailer hat er echt einen Druck. Ich wär nervös, Stefan. Ich wär nervös. Easy, easy, easy. Ja, ja. Ah, ja, ja. Schau dir mal das an. Ja, Weltklasse. Schau dir das mal los. Ich ja. Wo sie kommen, weißt du? Bravo. Mr. No Hand schlägt zurück im Side-Hop-Ziehen, oder wie sehe ich das? Ja. Boah! Bom, bom, Limit! Aber dann lass mal gelten, würde ich sagen. Die Räder waren zuerst am Boden. Oh, die Downhiller können Side-Hops. Das Ganze wird schon deutlich verengt. Jetzt heißt es echt Präzision. Oh, oh. Oh. Ja, bist du des Wahnsinns! Ja! Boah, das wird so. Okay, noch mehr sketchy geht's immer, noch mehr sketchy geht's immer. Yes! Ja, ja, souverän. 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 Für mich wird's jetzt klingeln. Na, ja, bist du des Wahnsinns. Da rasiert er durch. Da rasiert er durch. Ja, das, ich zerstöre euch noch. Das war eine starke Vorstellung. Vielleicht 20 cm schätze mal. Jetzt wird's doch. Ja, schauen wir uns das an. Ja, bist du des Wahnsinns. Ja. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Yes. Die zwei Trailer schlagen wieder zurück. Ja. Also. Let's go. Der verunstellt da ein Feuerwerk, das gibt's echt nicht. Da sprüht's raus, ja. Ich glaube, das war ja, Fair Play muss man sagen, ohne Witz. Ein saumer Red Bull. Alter. Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass wir das schaffen. Also ich meine, ich bin zwar meistens sehr optimistisch, aber bei dem jetzt überhaupt nicht mehr. Fabio Wimmer und Stefan Eber. Ein Raunen geht durch den Skatepark.
Die Leute toben. Okay. Präzision. So, also kein Sieger von der Challenge. Das ist jetzt doch ein bisschen zu eng geworden. Ja, genau. Weiter geht's. Ja. So, nächste Challenge. Und zwar, jeder von uns hat seine eigene Glücksdose. Stellt sie dahin, droppt von da oben Mineral runter und das Ziel ist, die platt zu drücken mit dem Hinterreifen. Let's go. Stefan beginnt. Ja, bitte. Yo! Alter! Nicht schlecht! Schaut euch das an! Also, den! Oh! Wupp, 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 wupp! Dann hätte ich den Zeit auch schon komplett verkackt. So, schaut euch an! Die Dose! Na ganz! Alter, das ist aber knapp. Ah, bist du des Wahnsinns. So. Ja, haben Stefan kriegt den Punkt. Jetzt steht es 2-2. Ja. Boah. 2-2-0. Ich glaube, jetzt kommen wir zum ultimativen entscheidenden Game. Also anfahren, ins Stop ziehen und zwischen den beiden Dosen durchfahren. Und die werden immer enger. Bis irgendwann jemand die Dosen umstößt oder einfach den Stoppi nicht zu lang halten kann. Genau. Mit dem Hinterrad muss man apropos über die Dosen kommen. Ja. Yo! Yo! Yo. Easy cheesy! Jo! Nice! Damit wir da ein bisschen Spannung reinkriegen. Wir machen die länger, ganzen und länger und enger. Motto von Carpark Challenges Nummer 2. Boah, jetzt ist aber echt tricky, gell? Jetzt ist richtig tricky. Viel Spaß. Boah! Das war eine verdammt starke Ansage. Alter. Das war echt starke Ansage. So. Oh. Alter, ich glaube jetzt. Ah. Wow, sauber! Das hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, so. Jetzt ist soweit. Also, länger und enger! Okay, ja, bist du der was. Von da, davor und das wird unglaublich eng. So was Enges stößt sogar an unsere Grenzen. So, Stefan! Okay. Mann, das ist jetzt wirklich Next Level. Sauber. Alter. Weißt du, ich glaube, da kommst du nicht mal normal durch. Mit normal durchfahren. Keine Chance. Fabi, er schafft's nicht. Ja, ja. Boah. Boah. Ja. Gelähmt. Bist du gelähmt? Ja, Mann. So, jetzt bist du auch noch du dran. Boah! Okay, der war zwar sauknapp, aber da leck mir am Arsch. Yes! Alter! Ich mach dir den Titel weg da vom Fenster. Ich glaub, wir müssen echt noch weiter und enger. Doch? Ja, okay, Reifen passt nur durch. Schafft er nie! Da geht's! Boah! Yes! Boah! Ja, boah! Vor allem yes. Die Dose, die hat gewackelt! Die Dose hat gewackelt! Du hast schon einen Turn jetzt. Alter, das wird jetzt. Das wird jetzt ein Zahn. Krasses Game. Oh. Yes! Alter! Yes! Scheiße! Ja, leg mir mal. Weil es nimmt kein Ende. Ich glaube, wir müssen enger. Na, enger geht's nicht mehr, aber weiter. Wie wackelt so? Okay, also, let's go, Fabio. Wer schafft? Ja. Oi.
Ja. War der mit dem Hinterrad? Das Hinterrad war jetzt schon davor runden, aber. Okay, willst du einen Videobeweis schauen? Ich will einen Videobeweis schauen. Okay, wir schauen kurz den Videobeweis. Der Videobeweis hat ergeben, dass der Hinterrad vor dem Ding schon am Boden berührt hat. Genau, aber eben, es geht so lang, bis es einer schafft. Ja. Oh, 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 oh. Nein! Ah! Haha! Ah! Ah! Mit dem Hinterreifen! Yes! Aber ich habe noch einen Versuch. Und wie viele Versuche haben wir jetzt mit dem Brauch bis jetzt? Viele, viele, viele. Fah. Verdammt, Alter. Der Hinterrad immer. Sauber. Sauber. Yes! Auf jeden Fall. Stock. Gewinner, gratuliere, 3 Punkte. An der Stelle verabschieden wir uns wieder vom Video. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie mir. War echt feine Session. Danke an Stefan. Danke, genau, geile Sache. Ist doch ein bisschen knapp geworden. Genau, mit den Trailer ist es doch ein bisschen was anderes. Das stimmt, ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und vergesst nicht, beste Merchandise auf der Welt natürlich zu kaufen. Genau, wir haben Mudguards wieder auf Lager. Genau, also für das Wetter, so wie jetzt gerade, wenn es mit dem Rad unterwegs ist, sind die Mudguards perfekt fürs Rad. Genau. Passt in dem Fall. So. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Spaß. Ciao, Servus.